So, hallo und herzlich willkommen zu meiner Coderklärung für mein Skript Xenji's Magic Door 2.0. Ich habe eine ganze Weile darüber nachgedacht, wie ich euch das erklären kann und bin zu dem Schluss gekommen, dass es per Drag and Drop und Codebox nicht funktionieren wird, weil, wenn ihr euch das anguckt, die Boxen sind einfach viel zu viele und selbst wenn man versucht, diese zu organisieren und zu ordnen, wird es extrem schnell unklar und unübersichtlich. Das heißt, wir werden das hier direkt am Code erklären. Deswegen wollen wir da mal reinschauen. Und so zur Abgrenzung, ihr solltet, wenn ihr dieses Video guckt, solltet ihr auf jeden Fall den Showcase geguckt haben. Das ist das Mindeste, dass ihr wisst, worum es geht. Und ihr solltet vielleicht auch den Konfigurationsguide angeguckt haben, damit ihr wisst, welche Properties am Objekt benutzt werden, um letztendlich die Funktion auszuführen. Und ich möchte mit euch dann jetzt in den Code reinspringen und möchte euch möglichst genau erklären, wie ich den Code geschrieben habe, sodass ihr selbst Änderungen dran vornehmen könnt und das Skript nach euren Wünschen modifizieren könnt. Die Freigabe von mir habt ihr dazu. Macht damit, was ihr wollt. Habt Spaß damit und macht coole Sachen. Und ich würde euch jetzt einfach mal erklären, was hier vor sich geht. Als allererstes, ich habe ganz oben einen Versionstag hinzugefügt. Hier seht ihr quasi Xanchis Magic Door in der Major-Version 2, Minor-Version 3 und die Bugfix-Version, Quatsch, 2, 0 und 3. Also bei der letzten Bugfix-Version ist kein tatsächlicher Bug gefixt worden, sondern es geht hier um kleinere Verbesserungen, die halt kompatibel bleiben und keine Breaking Changes sind. In der dritten Bugfix-Version habe ich halt einfach die Kommentare noch ein bisschen ausgebaut. In der zweiten habe ich Keywörter eingeführt statt den Richtungen direkt. Okay, wenn wir jetzt hier reingucken, sehen wir, dass ich hier Helferfunktionen verwendet habe. In der ursprünglichen Version hatte ich globale Funktionen. Diese findet man normalerweise hier. Die können hier reingeschrieben werden. Wenn man die aber benutzen will für andere Leute, müssen diese die Funktionen in den Functions-Ordner reinkopieren. Das ist ein bisschen umständlicher als einfach nur ein Skript. Eine Skriptdatei in Skriptordner zu schieben. Deswegen bin ich auf die Version umgestiegen. Und wie ihr seht, habe ich zu jeder Funktion oben eine kleine Beschreibung gemacht in Englisch, was die Funktion eigentlich tut. So, und da steht jetzt quasi drin, dass die getNeighborCode-Funktion, hier ist das Funktionskeyword, das heißt, die Funktion beginnt hier. Also, das ist die Funktionskeyword, das ist der Name, das sind zwei Parameter, die übergeben werden mit den Namen. Hier wird begonnen und hier unten endet das Skript, also die Funktion. Und ganz oben steht immer die Erklärung. Das heißt, diese Funktion holt sich den Nachbarn einer Koordinate. Das heißt, ich gebe jetzt hier Starting Position eine Koordinate ein. Und das ist die Syntax zum Erzeugen einer Koordinate. Ich hoffe, ich gehe euch nicht zu sehr ins Detail. Ich möchte aber auch niemanden verlieren. Wenn ihr hier reingeht und gebt Koordinate ein, dann seht ihr das hier. Das sind die Keywörter, die dafür verwendet werden. Und ich habe das versucht zu etablieren, dass es einfach offensichtlicher ist, was ich benutze und es für jeden lesbarer wird. Und das ist quasi die Startposition, von wo es losgeht. Die Richtung ist halt Norden, Osten, Süden, Westen. Das sind die Keywörter. Das können aber auch Strings sein, die dann klein geschrieben werden. Aber falls es später mal irgendwann Änderungen gibt, beharre ich lieber auf den Keywörtern oder Enums. In anderen Sprachen heißen die Dinger dann Enums, weil die halt stabiler bleiben. Und es gibt entweder eine neue Koordinate zurück, die benachbart ist, oder halt die Ausgangssituation, also wenn nicht Norden, Osten, Süden oder Westen getroffen wird, wobei dann halt die X- oder die Y-Koordinate manipuliert werden, gibt es die Startposition zurück. Die wird quasi auf die Target Position kopiert und dann zurückgegeben. Die zweite Helferfunktion holt mir einfach ein Feld von einer Koordinate. Das heißt, ich nehme einfach diesen Position Parameter, der eine Koordinate ist, spaltet den auf, weil die Syntax halt das erfordert, dass ich die drei Koordinatenteile einzeln gebe. Und es ist mir einfach viel zu viel Gemäre, das jedes Mal zu machen. Deswegen habe ich mir was gebaut. Wenn es nicht geklappt hat, kriege ich hier null und ansonsten ein Teil. Dann habe ich noch die dritte Funktion, das ist eine Richtung rotieren. Also wenn mein Charakter nach Norden guckt und ich sage, dreh dich nach rechts, guckt er dann nach Osten. Das habe ich auch mit einer Richtung gemacht, Quatsch, Startrichtung, einer Rotation links oder rechts. Das hier mit dem Pipe-Symbol, also das da, nennt sich in verschiedenen Programmiersprachen ein Union-Type. Das heißt quasi, nur dieses ausgewählte Set an Variablen, also an Werten, darf übergeben werden. Alles andere wird nicht berücksichtigt, führt zu Exceptions oder irgendwas anderem. Ja, also wenn ihr das lest, heißt das quasi, hier gibt es zurück Norden oder Osten oder Süden oder Westen oder Null.
Null ist eine Referenz auf nichts in den meisten Sprachen, sagt quasi, ist nicht initialisiert oder gibt einen Fehlerfall mit. Okay. Ja, das wertet halt die Richtung aus, gibt die Richtung direkt zurück und ansonsten nichts. So, hier unten wird das Skript interessant und jetzt möchte ich erklären, wie das Skript eigentlich aufgebaut ist. Also, wir fangen an mit dem Kommentar, ich definiere die lokalen Variablen. Das habe ich eigentlich getan, um die Ausdrucksstärke meiner Variablen zu erhöhen. Hier steht Initiator und Self. Beim Skript ist es so, dass der Interagierende, was ein NPC oder der Player sein kann, der Initiator ist und das Objekt, auf dem das Skript selbst sitzt und auf dem es ausgeführt wird, ist das Self-Keyword. Also der Initiator ist ein NPC, wenn der dafür eingestellt ist, dass der Skripte starten kann, oder halt der Player. Das habe ich hier zusammengefasst als Character, damit das ein bisschen eindeutiger wird. Und Self ist in dem Fall die Tür, also Door. So, dann habe ich hier den ersten Ausnahmefall. Und zwar, wenn nämlich eine Tür automatisch schließt nach einer gewissen Zeit, dann ist es so, dass bei Map Change die Referenz auf Tür zwar noch stabil ist, aber die Tür ist keinem Feld mehr zugeordnet. Also Tiles wird dann 0. Und das prüfe ich einfach hier, nachdem bei Lord Irish ein Fehler aufgetreten ist, als er Map Change gemacht hat und die Tür später geschlossen hat, gab es eine Exception, dass Tiles nicht mehr verfügbar ist, aber das Türobjekt. Das heißt, wenn die Tür auf keinem Objekt mehr sitzt oder auf keiner Kachel mehr sitzt, breche ich hier die Ausführung des Skriptes ab, indem ich sage Return, also ich gebe etwas zurück aus der Funktion, gebe aber keinen Rückgabewert an. Das heißt quasi Funktion verlassen. Als nächstes hole ich mir das Feld, auf dem die Tür drauf sitzt. Das heißt, auf dem Objekt Door kann ich das machen. Mal gucken, ob es hier in der Hilfe ist. Ansonsten findet ihr das in der Online-Doku als Objekt. Bin mir gerade nicht sicher, aber es sollte hier auch stehen. Ja, da ist es. Quartz und hier Tiles. Also hier seht ihr, was man da quasi alles holen kann. Und es gibt mir quasi Tiles, gibt mir ein Array. Und dann ist es so, das erste, also der Index 0, ist das Feld, auf dem die Tür ist. Und wenn wir aber ein Gitter nehmen von einer Tür 32x32, auf einer 16x16-Karte hätte diese Tür mehrere Felder. Das ist aber eher ein sehr seltener Spezialfall, deswegen habe ich den hier noch nicht berücksichtigt. Ich habe auch noch keine Anfragen gekriegt und habe es gerade auch nicht vor. Also, jetzt wisst ihr, was das bedeutet. Und ich hole mir auch die Richtung von der Tür und die Richtung ist die Face Direction. Das heißt, gucken wir unsere Tür an, ist es quasi die Front, die jetzt hier vorne ist? Oder wenn wir das in der Karte betrachten, ist es dann quasi so, dass wenn wir die Tür platzieren, hat die so einen blauen Pfeil und das ist die Facing Direction. Ja, also da zeigt die hin. Vom Zentrum zur Tür ist es bei mir immer. Also ich baue vom Zentrum die Tür immer an der Face Direction, manche auch an der Back Direction. Deswegen müssen wir hier später noch darauf reagieren und müssen dann in dem Fall alles umdrehen. Okay, das ist die Direction. Okay. So, jetzt kommt Folgendes. Wenn man das Skript ausführt, wird das Skript ja einmal gestartet. Und normalerweise kann man halt wie ein Verrückter auf die Taste hämmern und das Skript immer wieder neu starten. Das heißt, die Türen-Animation wird immer wieder resettet werden und es werden vielleicht Variablen gesetzt und es kommt quasi zu Glitches und irgendwie überlaufenden Animationen und komischen Verhalten. Um das zu verhindern, habe ich definiert, wenn die Tür in der Ausführung ist und anfängt, eigene Statuswerte zu verändern, setze ich ihr die Property Pending. Also sie ist in der Bearbeitung, in der Ausführung. Und falls ich merke, dass dieses Ding schon dran ist, weil dann setze ich das True, dann verlasse ich das Skript, weil das Skript schon in der Ausführung ist. Das heißt, ich blockiere die Mehrfachausführung des Skriptes. Für den Fall, dass es nicht True ist, ist es entweder nicht initialisiert, also null, oder es ist False. Wenn es also noch nicht in der Ausführung ist, setze ich es jetzt in die Ausführung und das nennt sich in der Programmierfachwelt quasi ein Lock oder eine Semaphore. Man hätte auch das Skript einfach detachen können, also entfernen vom Objekt und später wieder dran setzen, aber das wusste ich zu der Zeit, als ich das Skript geschrieben habe, noch nicht und ich finde diese Variante eigentlich sehr schön und stabil und sehe gerade keinen Änderungsbedarf. Okay. So, jetzt kommen wir zum ersten Fall. Für den Fall, dass die Tür im hinteren Bereich ist, habe ich eine Property definiert in Worst Direction. Die wird ja normalerweise einfach hier dran gesetzt. Ich füge die hier also quasi einfach unten eine Properties hinzu als Inverse Direction und diese ist von mir definiert als Boolean. Das heißt, ich prüfe auch nur auf Boolean. Wer das nicht richtig macht, hat einfach Pech bei mir. Okay, also so sieht das dann aus. Wenn das gesetzt ist, ist es gut. Wenn das nicht gesetzt ist, ist das Ding null.
Ne? Es kann halt auch irgendwie ein String sein, wenn man das nicht richtig macht. Aber ich habe das definiert im Guides, dass das ein Boolean ist und prüfe auch nur darauf und möchte nicht irgendwelche Exceptions schmeißen. Das heißt, wenn jemand das Keyword falsch gemacht hat als Spieleentwickler und hat es nicht getestet, dass es funktioniert hat vorher, man muss das ja nur einmal auf dem Objekt machen, der Testaufwand ist also minimal. Wer dann seine Hausaufgaben nicht gemacht hat, da funktioniert es halt einfach nicht. Ich möchte aber nicht, dass im laufenden Spiel irgendwie 1000 Fehlermeldungen aufploppen, weil das dem tatsächlichen Nutzer dann am Ende das Spiel verhagelt und dem Entwickler des Spiels dann auf die Füße fällt. Und das möchte ich einfach nicht. Also der Entwickler sollte prüfen. Deswegen gehe ich davon aus, dass der den Guide geguckt hat und es richtig macht. Wenn ich also die Inverse Direction True finde, dann tausche ich einfach meine Richtung. Inverse negiert also einfach die Richtung. Das müsste man ja auch finden. Inverse, ne, dann ist es bei der Skriptreferenz, glaube ich, mit dabei hier irgendwo. Ansonsten bei der Online-Dokumentation kann man das auch finden. Inverse dreht quasi alles um. Also Kartenkoordinaten werden plus x plus wird zu x minus, y plus zu y minus und umgedreht. Richtungen werden um 180 Grad gedreht und sowas. Ist ganz cool. So, jetzt kommen wir in die Ausführung des Skriptes. Und was ich als allererstes mache, ist zu testen, ob der Charakter auch der Spieler ist und nicht ein NPC. Aus dem einfachen Grund, wenn der Spieler das Skript ausführt, soll er geblockt werden. Das heißt, der Spieler soll sich nicht mehr bewegen können, weil ich will den wie ein Puppenspieler aus dem Rahmen nehmen, damit er das Türblatt nicht vor den Kopf kriegt. Also blocke ich die Spielerbewegung und auch die Interaktionsfähigkeit, sodass der auch keinen Klickslam machen kann. Und um das sicherzustellen, mache ich das nur, wenn es der Spieler ist, damit nicht, wenn ein NPC mit einer Tür interagiert, euer Spieler plötzlich stehen bleiben würde. So, also in dem Fall wird es hier gesperrt und nach der Ausführung des Skriptes hier unten irgendwo wieder freigegeben. Dann kommen wir zu dem Punkt, dass ich gucke, ob ich Auto-Move Character, das ist quasi die Definition, das ist normalerweise, übernehme ich die Kontrolle über den Spieler, außer der Spieledesigner hat festgelegt, er möchte das für dieses Objekt nicht, dann muss er Auto-Move Character False definieren. So, also wenn das nicht false ist und der Charakter sich in dem Türfeld befindet, also der Charakter steht hier, kriegt der quasi volle Kanne die Tür vors Brett, also vor den Kopf. Und da muss ich den wegbewegen. Das heißt, wenn er es nicht, der Entwickler es nicht verhindert hat, mache ich das jetzt und nehme quasi die Kontrolle über den Spieler. Hier hole ich mir eine Hilfsrichtung, also die Richtung rechts vom Spieler zum Abgleichen, damit ich weiß, in welche Richtung der guckt. Und anschließend gucke ich, wenn der Charakter in die Türrichtung guckt, das heißt folgendes: Die Tür ist in diese Richtung hier drüben aufgebaut. Und wenn der Charakter im Rahmen ist und auch in diese Richtung guckt, sollte er nicht beim Türzumachen durchgehen, sonst sperrt er sich aus. Das heißt, er geht quasi dann in dem Fall ein Feld zurück. Also ich übernehme die Kontrolle mit Move Character, ist auch beschrieben hier drüben, ist auch in den Beschreibungen drin, sage, wer das ist der Initiator, kann auch Player sein oder irgendwas anderes. Und sage hier vom Character Backtile. Das kriegt man auch aus den Sachen raus. Und das ist quasi genau das Gleiche, als wenn ihr mit den Pfeiltasten den Charakter nach hinten bewegt. Das heißt, ich kriege hier nicht einfach nur eine Koordinate oder eine Nachbarkoordinate, sondern ich kriege eine Koordinate, die über einen Navigationspfad erreichbar ist und das betrachtet die Höhenunterschiede. Und das ist extrem zuverlässig und viel besser als eine vage also Vermutung, welches Feld das ist. Deswegen benutze ich das hier. Und wenn der Charakter hinter sich keinen Navigationspfad hat, bringt das Ding nichts zurück und ich bewege den Charakter quasi einfach gar nicht. In dem Fall nehme ich es in Kauf, dass er die Tür vor den Kopf drückt. Das passiert aber im Normalfall nicht. Okay, dann Inverse Direction Charakter, das heißt, der Charakter guckt in die entgegengesetzte Richtung der Tür. Das heißt, die Tür ist nach da, der Charakter guckt nach hier. Dann lasse ich den Charakter natürlich einfach nach vorne gehen. Und jetzt kommt meine Hilfsrichtung. Wenn die rechte Richtung ist, die Inverse Tür Direction, also quasi, wenn diese Richtung rechts vom Charakter ist, ja, dann ist mein Charakter hier und guckt nach da, dann weiß ich jetzt hier, ich muss meinen Charakter nach rechts laufen lassen. So, und ansonsten nach links. Ist also ziemlich klar, was hier passiert. Und am Ende lasse ich den Charakter quasi einmal seine Richtung invertieren. Das heißt, nachdem er sich bewegt hat, dreht er sich einfach wieder in die Richtung zurück, von wo er gestartet ist. Dann hat es den Anschein, als ob er die Tür anguckt.
So, dann kommt die Charakteranimation. Ich gehe davon aus, dass jede Standardanimation Interact benutzt, was das Standard-Keyword ist. Für den Fall, dass irgendjemand auf die wahnwitzige Idee gekommen ist, dieses Keyword nicht zu benutzen oder vielleicht auf die coole Idee gekommen ist und hat ein Interact mit einem alternativen Namen gemacht, weil er was total Abgefahrenes hat bei dem Charakter, dass der halt, keine Ahnung, mutieren kann oder sowas zusätzlich, wenn er einen Zaubertrank genommen hat oder irgendwas anderes, kann man hier zu jeder Zeit die Interaktionsanimation überschreiben, um irgendwelche coolen Effekte hervorzurufen. So, das ist einfach nur so ein, ja, API First. Ihr habt als Entwickler die Möglichkeit, hier Features einzubauen und ich gebe euch einfach eine Schnittstelle, womit ihr das relativ simpel machen könnt, indem ihr nicht programmieren müsst, sondern einfach nur die Keys benutzt. So, dann haben wir No Interact Animation und Auto Closing. Genau, wenn die Tür automatisch zugeht, das heißt, die Property Open Time muss gesetzt sein, ansonsten hat die Tür diese Funktion überhaupt nicht und sie muss gerade offen sein. Genau. Lass mich kurz überlegen. Wenn, ah ja, wenn die Open Time nicht gesetzt ist oder die Tür ist nicht offen, dann spielt es keine Rolle, dann kann ich sagen, der Charakter interagiert. Wenn die Tür automatisch schließt oder die Tür, nee, und die Tür bereits geöffnet ist, das ist das Gegenteil. Das Negative von dem, das Negative von oder und das Negative von dem. Das heißt quasi, die Tür hat eine Öffnenzeit und Property is opened is true. Ist das Gegenteil von diesem Statement. Ja, das nennt sich Boolesche Algebra. Ich hoffe, da seid ihr ein bisschen fit. Ansonsten könnt ihr das bei Wiki nachlesen oder ich mache auch mal ein Tutorial über sowas. Aber jetzt gerade nicht. Genau, also für den Fall übernehme ich die Kontrolle und mache die Interaktionsanimation. Ich will das nur nicht machen, wenn der Spieler eine automatisch schließende Tür hat, weil dann steht er irgendwo abseits und fängt an zu zucken. Das sieht bescheuert aus. Um das zu separieren, habe ich diese Variablen getestet. So, jetzt kommt quasi der Punkt, der Charakter hat die Tür hat sich bewegt, der Charakter hat sich bewegt, sie hat sich umgedreht, alles ist erledigt. Ich gebe jetzt die Navigation und die Interaktion für den Spieler wieder frei und er kann einfach weitermachen. So, jetzt kommt der nächste Punkt. Ich bestimme die Position außerhalb der Tür, indem ich mir quasi in Tür direkt, also Türrichtung, das Feld hole. Das ist bei meiner Tür quasi dieses Feld hier vorn. Wenn alles rotiert ist, wird ja auch die Richtung rotiert, dann wäre es das Feld dahinter. Also es passt einfach, wie es ist. So, und wenn ich die Tür außen habe, dann gucke ich jetzt quasi mit dem Z-Offset, wenn diese Tür irgendwie an einer Kante positioniert ist. Weil das passiert nicht über die Navigationsrichtung, weil ich nicht weiß, wo der Spieler ist. Ne? Wenn ich jetzt hier sowas habe, könnte ich zwar sagen, ja, okay, das Ding ist hier größer und wenn der Spieler hier steht, passt das, aber der Spieler kann auch von hier, von da, von da, von da oder von da mit der Tür interagieren und dann passt es nicht mehr. Also muss ich hier eine extrem vage Vermutung treffen und hoffen, dass es klappt. Und da muss mich der Entwickler halt mit unterstützen, indem er mir diesen Offset gibt. Wenn er das nicht macht, der Spieleentwickler, dann muss er damit leben, dass es nicht klappt. Genau. Und damit habe ich jetzt quasi die Position außen und hole mir jetzt das Teil davon, also die Kachel davon, damit ich diese steuern kann und sage jetzt quasi, wenn die Tür nicht offen ist und was habe ich denn hier gesetzt? Lass mich mal kurz Pause machen, ich muss da mal kurz drüber nachdenken. Sorry, mir hat es gerade irgendwie die Sprache verschlagen. Ich verstehe gerade nicht, wie. Also ja, wahrscheinlich habe ich da zu lange war ich wach oder sowas. Es ist völliger. Also wenn es nicht wahr und nicht falsch ist, dann ist es nicht definiert. Ist totaler Quatsch, weil wenn es nicht definiert ist, dann ist es null. Also, ach so, nee, dann ist es nicht null. Nee, das ist schon in Ordnung. Das ist schon in Ordnung. Nee, jetzt weiß ich, was ich gemacht habe. Wenn es nicht null ist, kann es auch ein String sein. Genau, sonst teste ich immer auf String und hier habe ich auf ist ungleich true oder false getestet. Also wenn man das nicht mit true oder false initialisiert hat, setze ich es false, dass die Tür default offen ist, also zu ist, nicht offen. Ja, ist gar nicht so doof. Ja, ist schon eine Weile her, dass ich das Skript geschrieben habe. Also, sorry. Genau, und dann setze ich quasi einfach die Tür, also wenn nichts gesetzt ist, setze ich sie als ist nicht offen. Und anschließend hole ich mir den State als Door State, damit ich diesen Ausdruck hier nicht mehrfach machen muss, einfach um Tippfehler zu verringern. Okay, und dann sage ich, die Öffnenanimation ist open, die Schließanimation ist close und ich mache genau dasselbe wie vorher. Wenn du eine Öffnenanimation, Schließanimation überschreiben willst, also das Ding ist ungleich null, dann packe ich die einfach rein. Und dann gehe ich davon aus, dass der Nutzer einen String mitgegeben hat und nicht irgendwie was abgefahren ist.
So, dasselbe mache ich dann mit dem Sound, aber hier gibt es kein Default, weil per Default wird es nicht funktionieren. Es gibt keine Standardnamen für Öffnen und Schließen einer Tür und jede Tür klingt irgendwie auch anders. Deswegen muss man das ja angeben. Deswegen heißt es auch nicht Override, sondern Open Sound File. Und wenn das angegeben ist, nehme ich das mit, muss es aber später noch prüfen, damit es keine Exception gibt. Weil das Öffnen eines Soundfiles fliegt euch haarscharf um die Ohren, wenn das Ding nicht da ist. So, also jetzt haben wir alle Vorbereitungen gemacht und jetzt passiert tatsächlich das Öffnen und Schließen der Tür. Also, das geht übrigens, ich kann die Charakterbewegung schon freigeben, weil ich habe den ja schon bewegt, ne? Das ist damit in Ordnung und das geht so schnell, dass ihr sowieso nicht schnell genug durch die Tür kommt. Also deswegen ist der Charakter hier schon freigegeben. Also jetzt kommt das Öffnen und Schließen. Wenn die Tür noch nicht offen ist, dann wird auf der Tür die Animation öffnen gespielt, was jetzt mittlerweile hier drauf definitiv geklärt ist, ob das der Default Case ist oder der überschriebene. Wenn Open Sound File nicht mit Null hier zurückgekommen ist oder nicht Null ist, dann mache ich das Spielen des Sound Files. Wenn dieses Sound File nicht da ist, habt ihr ein Problem an dieser Stelle, weil ich nicht testen kann, ob es da ist. Das knallt mit einer Exception. Das heißt, es steht dann ein roter Text da. Das lässt sich auch momentan nicht abfangen. Also wenn das angegeben ist, ist der Nutzer dafür verantwortlich, dass es da ist. Ich habe, glaube ich, eben was anderes noch gesagt. So, dann, wenn Pending Time definiert ist, dann heißt das quasi, dass wir in einen Wartestatus gehen, bis diese Pending Time abgelaufen ist. Das ist, wie lange die Tür automatisch offen bleiben soll und wie lange die braucht, um zu öffnen, so rum. Und danach wird erst der Navigationspfad verknüpft. Das heißt, erst geht die Tür auf und wenn die langsam aufschwingt, ist erst ab diesem Zeitpunkt, den der Spieledesigner definieren muss, wird der Navigationspfad verknüpft. Und hier lege ich schon den Block Direction Typ fest. Wenn ich die Tür öffne, werde ich quasi blockieren mit Interact Only. Wenn die Tür aber geschlossen wird, werde ich die Block Richtung anschließend mit Wort und Interact freigeben. Das ist der Weg hinter dem Türblatt zur Tür. Macht ihr die Tür auf, wird das freigegeben und das blockiert. Macht ihr die Tür zu, wird das freigegeben und das blockiert. Ja? So, dann sind wir hier durch. Und dann gehe ich nochmal durch. Ist die Variable oder die Property Blocks to definiert, also nicht null? Dann sage ich quasi, ich bestimme die Position rechts oder links, was angegeben ist, und sage, ich blockiere das. Hat das niemand angegeben, ist dieses Feature nicht aktiv. Okay, und als letztes gucken wir den Auto-Closing-Modus an. Das heißt, wenn Open Time angegeben ist, die Tür soll also automatisch schließen und die Tür ist gerade geöffnet, dann warte ich hier die Zeit ab, die Tür offen sein soll. Und prüfe danach nochmal, ob die Tür inzwischen zeitlich null geworden ist. So, ich sollte hier vielleicht dann auch nochmal auf Teils prüfen. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, oben habe ich es anders gemacht. Bisher gab es aber auch noch keine Fehlermeldung, also momentan ist es so. Ich gehe das Risiko ein, dass das vielleicht auch mit Door Teils ist. Oben hat es geklappt, ich hatte auch irgendwie einen ziemlich langen Abend gehabt mit diesem Fix. Ja, wenn ich einen Fehler finde, fixe ich das nach und ihr seht das dann halt bei euch, dass es geändert ist, aber ich glaube, das hat so ganz gut gepasst. Und anschließend setze ich die Tür pending auf false, sodass meine Tür wieder freigegeben ist. Und das Schließen der Tür mache ich, indem ich einfach execute Script mache und ich rufe mein Script rekursiv auf. Das heißt, es wäre so, als ob der Charakter mit dem Ding interagiert. Das ist die große Magie. Hat ziemlich viele Features schon drin. Mal gucken, ob noch neue hinzukommen. Ich habe erstmal keine Anfragen mehr gekriegt. Ich finde das TypeScript auch ganz cool. Und eigentlich kommt jeder, der die Dokumentationsfolge oder die Config-Folge da geguckt hat, auch durch. Alle, die mich bisher angefragt haben und damit nicht klargekommen sind, haben eindeutig das nicht gelesen. Das Feedback ist eigentlich, es ist nicht schwer. Und die Konfigurationsfolge beschreibt euch ganz klar mit allen Details, wie ihr das konfigurieren könnt, wenn ihr in der Rolle Spieledesigner seid. Und hier habt ihr jetzt die Möglichkeit, als Spieledesigner das Skript auch frei zu erweitern. Nutzt das gerne. Wenn ihr es einsetzt, ich würde mich freuen, wenn ihr mich in euren Credits erwähnt. Es ist aber keine Pflicht, eigentlich ist es mir egal. Aber es wäre halt cool. A, ist es so eine gewisse Wertschätzung zwischen Leuten, wenn man sich in Credits erwähnt, so wie ich das halt auch mit Assets und Musik mache. Auf der anderen Seite ist es halt für andere Entwickler auch cool, weil man dann halt einfach gucken kann, Mensch, was hat er denn verwendet? Kann ich das auch verwenden? Ohne jetzt direkt klauen zu wollen. Assets, ja, ist doof, wenn jeder das Gleiche nutzt, aber Skripte, das kriegt der Nutzer am Ende gar nicht mit. Bei Musik ist es halt auch wieder doof, aber mit dem Skript tut es euch nicht weh, wenn ihr es reinschreibt. Ansonsten, wenn euch was einfällt, macht gerne Kommentare, redet mit mir. Ich bin immer für Anregungen offen.
Ansonsten habt Spaß, macht ein cooles Spiel draus und ja, vielleicht sehen wir uns mal in einer oder hören uns in einer der Tutorial-Folgen. Macht's gut und tschüss.